Meine Damen und Herren, ich muss Ihnen nicht erklären, hier ist Kaya Jana! Vielen Dank, meine Damen und Herren, heute in Bad Dürkheim. Ich freue mich. Hier. Bitte schön, Kaya, an den Doppelplatz. Sehr gemütlich. Grüß dich. Ah, das Raki, sehr gut. Du, ich weiß aber nicht, ob das das Wasser ist, wo schon der Olaf Schubert rausgetrunken hat. Ist alles kein Problem, aber jetzt fange ich an zu sechseln. Oh nein, es tut mir leid, es tut mir leid. Die ist kalt, ne? Es ist wirklich ein bisschen fresh. Für einen Südländer wie mich muss sagen, deutsche Wetter scheiße heute, ja? Totally, totally. Aber alles du Arsch. Spielst ja drin. Ja. Es ist wo ist ja mein Heizdecke, bitte? Ich brauche Heizdecke. Haben wir eine, vielleicht so eine schöne isolierte SWR3 Regenjacke, die innen drin mit Vlies? Ja, mach mal. Deck mal bitte dem Kaya die Füße zu. Oh, so. Das ist sehr lieb von euch. Und was ist mit mir eigentlich? Nein, danke, das kann ich nicht annehmen. Das kann ich nicht annehmen, aber sehr, sehr nett. Okay. Steht dir sehr, sehr gut. Das ist das Schöne an dir. Du bist noch so bodenständig geblieben, dass du andere würden sagen, ich möchte nicht, dass ein Textil mein Textil berührt und so. Du machst das noch mit. Nee, ist kein Problem. Ich zeichne das auch auf, ne? Ja. Nein, es wird gestreamt. Was? Ich hab's immer noch nicht kapiert, ehrlich gesagt. Ich hab's versucht. Wie auch nicht. Gestreamt? Was? Hast du meine Mutter beleidigt? Habe ich nicht, nein, niemals. Es wird im Internet gestreamt und da gucken ganz viele Leute zu und die freuen sich total, dich heute zu sehen. Ich freue mich auch. Was gibt's denn Neues bei dir? Du bist ja so aktiv und in der Welt unterwegs, du machst so viel, du machst Fernsehen, du machst Touren. Kommst du denn auch mal zur Ruhe, mein Lieber? Ich mache mir Sorgen um dich. Nein, nicht wirklich. Ich komme gerade nicht zur Ruhe, aber im Juni, glaube ich, Machst du Pause? Da mache ich ein kleines Päuschen von 2 Wochen und dann geht's weiter. 2 Wochen? Ja. Was machst du da? Weltreise, Krieg und Frieden lesen? Da machen wir wieder Fernsehprojekte und irgendwelche tollen Drehbücher fürs Kino. Gibt's einen neuen Kinofilm? Also ich arbeite dran, sagen wir es mal so. Nochmal Ranjit oder was passiert? Oder darfst du nicht drüber reden? Ich darf nicht drüber reden. Okay, also dann sag doch mal. Wir machen einen Film für die Sparda Bank. Weißt du, was das ist? Das ist echt eine tolle Bank. Ist er noch da? Ist er noch da? Der Herr Mante ist noch da, ja. Der hat einen Koffer mitgebracht. Guck, die machen das auch. Siehst du? Die frieren auch. Oh, das ist total süß. Ich glaube, wie gesagt, es ist für uns auch wirklich schwer zu sehen, wie ihr da so völlig durchnässt euch die Lungenentzündungen holt. Das ist nicht schön. Es werden auch gleich SWR3 Jacken verteilt für ja, euch. Ja, jeder kriegt so eine Jacke. Jeder kriegt eine. Nee, du, die sind da sehr... Gesponsert von der Sparda Bank. So, jetzt... Die Judith, unsere Kamerafrau, hat mir erzählt, sie hat genau ein T-Shirt bekommen für 3 Tage Festival und das muss sie am Sonntag wieder zurückgeben, das T-Shirt. Das ist wirklich so. Und gut, Judith trägt sowieso ein T-Shirt eine Woche lang, aber trotzdem, so ist die Realität. So viel bedeutet das, dass du sowas bekommst. So, aber um zur Ruhe zu kommen, bist du jetzt in der Schweiz. Du lebst in der Schweiz mit einer Katze, wie ich bei Facebook gesehen habe. 2 Katzen. Hab. Ja? Ja, also wir haben 2 Katzen. Also meine Freundin ist Schweizerin und ich habe mich in sie verliebt. Ich wusste nicht, dass sie Schweizerin ist. Ich hätte drauf... Das war der Tusch für den Gag. Echt? Kommt ein Tusch? Das war der erste Gag in 8 Minuten. Ja. Und schneiden wir zusammen. Ja, und dann, sie wollte halt nicht raus aus der Schweiz, also bin ich erstmal zu ihr gezogen. Wobei ich sagen muss, erstens vermisse ich natürlich meine Heimat und Punkt 2 ist, ich habe eine große Sorge, dass falls wir demnächst Kinder haben werden, was ich sehr hoffe, dann wachsen die mit der Muttersprache Schweizerdeutsch auf. Ach, das ist doch eine total schöne Sprache. Ja, aber ich verstehe sie nicht. Das ist ein Riesenproblem. Aber deine Freundin spricht schon auch Hochdeutsch sozusagen. Zum Glück, sonst müsste sie jeden zweiten Satz wiederholen. Aber stell dir mal vor, irgendwann habe ich so einen Jungen, so einen Stöpsel, der sieht aus wie ich, 3 Jahre alt. Und ich verstehe den nicht, weil er sagt, Papi, rontasitri, rontageikri, rontasitri. Ich so, was? Was hast du gesagt? Wer bist du? Mein Sohn? Um mal deine Mutter zu übersetzen. Also ich versuche es jetzt gerade so ein bisschen Richtung Deutschland zu schieben. Und das gelingt mir so manchmal nicht. Du sagst, du wirst deinen Wohnsitz nach Deutschland wieder verlegen? Oder? Alles, inklusive Freundin und 2 Katzen. Ah, okay. Ja. Wobei es doch schön da ist. Also es ist natürlich teuer, aber es ist doch super schön, oder? Es ist verdammt teuer. Eigentlich wollte ich mir ein Haus kaufen, aber ein Haus in der Schweiz kostet so viel wie ein Dorf in Deutschland. Ja? Ja. Ich glaube, ein Haus kostet so viel wie Bad Dürkheim oder so. Und deswegen würde ich es ja gerne... Aber es ist nicht nur das. Es ist wirklich so, dass ich Deutschland tatsächlich einfach vermisse, weil es meine Heimat ist. Wenn du irgendwo aufgewachsen bist, da hast du so viele Erinnerungen. Und die Schweiz ist ein schönes Land. Aber meine Wurzeln sind halt
vor allem in Frankfurt. Und was die Mentalität angeht, das ist schon bezeichnend. Also ist es, man sagt ja immer, die Schweizer sind ein bisschen langsamer als wir. Stimmt das? Nein, sind nicht. Die reden halt ein bisschen dezidierter, die reden halt ungefähr so. Ja. Aber das entsteht der Eindruck eines langsam Sprechens, aber es sind eher so, auch unter den Schweizern gibt es langsamere als die, also die Berner werden eigentlich verschrien als sehr langsame Menschen. Aber ich glaube, der Eindruck für jeden Deutschen, dass die Schweizer langsam sind, ist, dass es ein Tempolimit gibt von 120. Ja. Was in Deutschland gerade mal reicht für einen Rückwärtsgang. Richtig, ja. Deswegen entsteht der Eindruck, es gibt zum Beispiel keine Schweizer Drängler. Ein Schweizer Raser fährt 125 und dann merkst du halt, du merkst halt gar nicht, seit einer halben Stunde ist er hinter dir. Entschuldigung, könnte ich vielleicht ein bisschen zur Seite? Ich würde gerne vorbeifahren. Ich bin 2 Stundenkilometer schneller als Sie. Das ist ganz anders als in Deutschland, wo du einen ganzen Lichtzirkus hinter dir hast, wenn dich einer wegdreht. Wir haben ja ein Anti-Drängler-Gesetz, 2 Wagenlängen Abstand, aber das hält keiner ein. Ne? Das stimmt. Nein, du hast 20 Kilometer, auf 20 Kilometer Entfernung siehst du schon die Pferdlichter. Geh zur Seite, du Penner. Und wenn du das nicht machst, hast du wirklich eine riesen Ampel an. Du hast Leute, die blinken, die schimpfen, die machen sonst was. Also ich glaube, ein Tempolimit würde uns hier in Deutschland gut tun, aber nicht 120. Oh, da machst du dich aber sehr unbeliebt. Das ist ein ganz, ich bin völlig der Meinung. Leute klatschen. Drei Leute haben geklatscht. Ja. Wahrscheinlich, weil denen kalt ist. Aber sie haben geklatscht. Ich nehme das. 4 Leute haben geklatscht. Ja. Pump. Es klatschen mehr Leute backstage als vorne. Ja. Willkommen in meiner Welt. Ach, ja, es gucken auch mehr Menschen backstage zu als. Nein, das sind, guck mal, bei dem Wetter, dass ihr hierher gekommen seid. Also da, jetzt applaudiert euch mal selber. Ja, komm, das ist doch absolut weiß. Hätte ich nicht gedacht. Aber man muss wirklich sagen, heute ist in diesem Moment, das ist der letzte Programmpunkt, den wir machen. Danach geht es natürlich noch mit einem Highlight weiter. In diesem Moment sind so viele Leute da, wie in den ganzen 3 Tagen nicht da waren. Wirklich? Das spricht für dich völlig gegen mich, aber es spricht auch vor allem für dich. Und das wollte ich dir noch mal sagen als gutes Gefühl. Willst du dir einfach mal eine Frage aussuchen, die ich mir hier aufgeschrieben habe? Das ist wirklich mein Zettel für mich. Ja. Ich habe Daniela Katzenberger, Harald Glöckler, nur 2 von vielen Promis, die sich hier in Bad Dürkheim niedergelassen haben. Wirklich? Wenn es da steht, muss es stimmen, ja. Hier, die Katzenberger wohnt in Bad Dürkheim. Hörst du die Regieanweisung? Ja. Glöckler auch. Ja. Wäre das nicht was für dich hier, die... 2 Einzelne auf die 6, bitte. Können wir noch einen Jingle hören, nochmal? Ja. Du bist sehr aktiv auf Facebook, hast 1,7 Millionen Fans. Hast du wirklich? Ja. Weiß nicht, weil ich mir hier so die Frage geschrieben habe. Du hast 1,7 Millionen Fans. Ja. Auf ungefähr Facebook. 20.000 sind davon aktiv, der Rest ist ein Karteileichen. Aber die 20... Hast du dir die gekauft oder sind die alle echt? Weil manchmal, man kann die sich ja auch... Also man kann ja über dubiose Kanäle auch Klicks bekommen, ne? Likes bekommen. Ich habe die tatsächlich nicht gekauft. Die Natürlich sind so organisch gewachsen von 2010. Da haben wir, glaube ich, aber ich erzähle jetzt mal eine Geschichte, die kennt niemand. Und zwar 2010 gab es die Facebook-Seite von mir und ich kannte Facebook nicht. Und dann haben halt Leute geschrieben, hey, du hast auf Facebook schon 300.000 Leute. Und dann habe ich gesagt, was ist Facebook? Und dann habe ich drauf geguckt, dann habe ich den Typen angeschrieben, habe gesagt, das hast du gut gemacht, aber das bin ich. Also der hat wirklich so Sachen geschrieben, ja, wer trifft mich heute Abend, mit wem wollen wir zusammen? In deinem Namen? Ja, in meinem Namen. Und dann habe ich ihm ein Angebot gemacht, pass auf, du machst, managst die Seite weiter, Facebook, aber bitte gib sie zu uns zurück als zur Verwaltung. Also wir gucken, was an Fotos gepostet wird. Und da hat er gesagt, nein, mache ich nicht, das ist meine Seite, ich habe die aufgebaut. Und dann haben wir die ihm weggeschnappt juristisch. Und dann hat er eine Facebook-Seite gegründet, ich hasse Kayayana. Nein! Ja, wirklich. Jetzt ist die Frage, wie viele so 2 Likes oder so. Ja, ich wollte gerade sagen, wie viele Likes hat das? 2 Millionen! Nein. Er und seine Mutter haben. Und das heißt aber, das ist aber brutal, ne? Es gibt ja viele solche Leute, ja, die im Namen von jemand anderem posten. Aber das heißt, ich hatte quasi so einen Jumpstart. Ich habe schon mit 300.000 angefangen, als ich sie übernommen habe. Sehr, sehr clever. Wobei 300.000 ist ja für dich ehrlich gesagt gar nicht. Du bist so wahnsinnig erfolgreich. Das ist ja, wenn ich 300.000 Zuschauer hätte, mach ich eine Flasche Faber-Sekt auf. Ja? Zur Hälfte, die stellt den Rest wieder in den Kühlschrank, weil ich mir sowas einteile, weil ich nicht so viele Erfolge feiere. Bei dir würde es gar nicht auffallen, wenn es 300.000 weniger wären. So. Doch. Nein, doch. Aber ich freue mich natürlich über jeden. Aber ich pflege die Seite auch persönlich. Also es gibt keinen, wie soll ich sagen, irgend so einen Typen, der bezahlt wird, der irgendwie in meinem Namen postet, sondern ich mache das alles selber. Man merkt das. Ich habe heute beim Frühstück in der Vorbereitung auf dieses intensive journalistische Gespräch, das wir führen werden, deinen kompletten Verlauf mal so durchgescrollt. Ja. Und es ist wirklich auch zum einen interessant, du postest ja ganz viel, du bist ja ständig in der Welt unterwegs, du machst ja ganz viele Reisen. Ne? Und du machst die wirklich aus Interesse und nicht, weil du da drehst oder so. Was ist das Letzte, wo du warst? Ich glaube, was war das? Malaysia? Kann das sein? War das Indonesien? Sowas? Ja, doch, es war warm, es war Asien, es war genau. Wo ich diesen einen
Makaken, glaube ich. Das ist so ein Affe. Später. Eine Affenart, die heißt Makake. Ja, ich dachte, du musst. Nein, später. Und dann habe ich dieses Bild, weil ich dem auf die Schulter getippt habe, habe ich dieses Bild genannt Kanake mit Makake. Und das hat den Leuten sehr gut gefallen. Also geht auf meine Facebook-Page. Und die Katzen finde ich toll. Ich bin ja, ich habe auch eine Katze, traue mich aber nicht, was zu posten, weil ich immer denke, dann ich habe schon sowieso so ein Pussy-Image und dann wird das noch dadurch unterstrichen. Was ist denn ein Pussy-Image? Naja, also so ein Weichei-Image. Und eine Katze unterstreicht es ja nicht unbedingt positiv. Wie hast du denn dein Pussy-Image bekommen? Versucht, authentisch zu sein. War ein ganz grober Fehler. Aber, und du zeigst dich auch immer mit denen und dann, da gibt es so süße Bilder, da kuschelst du mit denen im Bett und ich hab das Gefühl, ich habe jetzt krieg ein Pussy-Image. Weil ich diese Jacke. Ja, aber das ist eine. Das ist mir eine. Ist kalt. Das ist eine Jacke. Kaya, sag mal eine Pussy hier. Die, das ist eine extra, das ist eine sehr teure Jacke. Die ist aus Internet-Katzenfell hergestellt. Das waren Internet-Stars-Katzen. Der wurde gehört ja eigentlich. Kemal Goga wahrscheinlich, weil Kemal gibt alles für sich für andere. Okay. So ist er nämlich, ja. Das sind die türkischen Wurzeln. Diese Gastgeber. Bist du ein guter Gastgeber eigentlich? Du meinst in meiner Fernsehshow? Ja. Ich habe sehr gerne Gäste. Weil wenn ich Gäste habe, so gute wie du, muss ich wirklich sagen, ich mag dich wirklich sehr. Aber ich war noch nie in deiner Show zu Gast. Ach so. Das war Bülent Ceylan. Wir werden oft verwechselt. Nein, aber das ist nicht meine Schuld. Nein, das ist RTLs Schuld, weil die gesagt haben, nein, öffentlich-rechtlich wollen wir nicht haben. Das sind wirklich so, ne? Du darfst dich nur gegenseitig einladen. Der Bülent lädt mich ein, ich läd den Bülent ein, der Atze lädt mich ein, ich läd den Atze ein, der Paul Patzer. Also alle, die bei RTL sind, dürfen sich einladen, aber öffentlich-rechtlich, nein, das geht nicht. Siehst du, wir machen das anders, wir laden alle ein. In meine Show, die PM Krause Show, Dienstag um 23.30 Uhr im SWR-Fernsehen, da darf jeder kommen. Da mache ich gar keine Unterschiede. Okay, danke. Ja, du warst ja auch schon bei mir. Sehr gerne, sehr, sehr oft sogar. Ja, komm wieder. Es gibt die eine Nummer vor 5-6 Jahren, wo wir dieses finnische Alkoholgetränk. Isländisch war das, ja. Wie hieß das nochmal? Das war Black Death, glaube ich, hieß das. Ja, der schwarze Tod. Ja, das haben wir tatsächlich. Wo ich diesen Pulli anhatte, der aussah wie so ein Drogentrip. Ja. Das war echt lustig. Und Gott sei Dank, ich dachte, ich war auf dem Drogentrip. Nein. Und das war dein Pulli, bin ich froh. Jahrelang dachte ich, einmal LSD im Fernsehen genommen, müsste es immer bereuen. Das Problem, was ich habe, ist jetzt kein Scherz. Ich bin ganz ehrlich zu euch, ich habe keinen Modesinn. Meine Freundin, seit 4 Jahren versucht meine Freundin, mich so ein bisschen zu erziehen. Hat gesagt, Kaya, mal was anderes als blau. Guck hier, komplett blau. Wenn ich irgendwo einkaufen war, sie sagt, lass mich raten, du hast 90% blaue Klamotten gekauft. Und das ist ein Riesenproblem. Und ich kriege heute noch Zuschriften, die sagen, hey Kaya, wir haben neulich wieder eine Folge von Was guckst du gesehen von vor 10 Jahren. Wir haben uns weggelacht. Nicht, weil die Show jetzt wahnsinnig witzig war, sondern weil du so scheiß Klamotten anhattest. Da lache ich mich. Aber du musst mal schauen, auf YouTube musst du echt ein paar Videos sehen von vor 12, 13 Jahren. Ich hatte die schlimmsten Klamotten im Fernsehbusiness. Du hast auch ein paar gepostet, du hast ein paar Bilder gepostet von alten Programmen von dir, von 2001 und so. Das ist wirklich, es ist tatsächlich so. Also du hast dich da ins Positive gesteigert. Ist das ein Verdienst der Freundin? Ist es wirklich ein Verdienst der Freundin? Oder ja, sie hat mich da ein bisschen mehr in die Richtung Zivilisation zurückgeholt. Wie gehst du denn shoppen? Gehst du shoppen oder da kommen doch alle und sagen, Herr Jana. Ich gehe nicht gern shoppen. Nee, schon nicht, ne? Nee, ich hasse shoppen. Wie machst du das Internet? Und das Verrückte ist, meine Freundin mag auch kein Shoppen. Es ist wirklich so. Aber hier hat man Shoppen total gerne. Shoppen, rein, weißt du? Die Samstags hier und nicht shoppen. Ja. Keiner geht wahrscheinlich. Nein, aber ich mag es irgendwie nicht. Ich werde auch schnell müde, wenn ich diese Kaufhausluft schnupper. Nach 10 Minuten könnte ich einschlafen. Ich mag shoppen nicht. Aber du hast bestimmt Leute, die dich anziehen, oder? Die habe ich, wenn ich Fernsehen mache. Dann werde ich angezogen von denen. Genau. Ich werde von denen wirklich angezogen. Die sagen, linker Arm, rechts. Ja, genau so. Die holen mich dann vom Baum runter, rasieren mich, bringen mir Deutsch bei und dann wird... Ist das Lokalfernsehen, was du da gerade aufnimmst? Ja. Hi, also hallo! Sie! So nah war noch keiner an der Bühne. Hallo? Das ist aber wichtig, Sie dürfen das nicht ins Internet stellen, ne? Sonst guckt am Ende noch ein Vierter zu. Das wollen wir nicht. Schön. Sie schneiden das dann zurecht, sodass wichtig ist, es hat 8 Minuten gedauert, bis erst ein Tusch kam von dem ersten Gag, dass wir das so schneiden, dass es nur 20 Sekunden dauert. Das Lustige ist, ich bin mal gespannt, wie oft Sie das noch anschauen werden. Ich glaube, nie. Das machen ganz viele, die drehen, also wenn ich live auftrete, Video und danach so, ich habe keinen Speicher mehr, hier löschen. Ja. Bin mal gespannt, wie oft Sie das machen werden. Hast du da, erlaubst du das, dass man filmt? Normalerweise ist doch da immer ein ganz grobes... Ich erlaube es und dann verklage ich dir hinterher. Sehr gut. Das und so, so das habe ich von Bushido gelernt. Ja. So kommst du auch zu deinem Häuschen in der Schweiz. Das ist der beste Weg. Das Leben ist teuer da.
Ach ja, mein Lieber, ich würde so gerne stundenlang mit dir weiterreden, aber ich kriege gewunken, dass wir Schluss machen müssen. Das ist total schade. Darf ich die Jacke behalten? Du darfst die Jacke selbstverständlich behalten. Du kannst von mir aus auch Teile des Mobiliars mitnehmen, weil für uns war es das jetzt erstmal. Welcher Gast war eigentlich vorher hier und hat da irgendwie seinen Namen reingeritzt? Das ist der Holzwurm. Das ist der, das ist vom SWR der Holzwurm. Ich will hier raus. Okay. Das schleife mal ab und mache ein bisschen Naturöl drüber und dann geht es wieder. So, Kaya Jana übrigens heute um 21 Uhr in der Salia-Halle, aber es ist natürlich ausverkauft. Kennst du das überhaupt noch, dass irgendwann mal es für irgendwas von dir noch Karten gibt? Das kennst du doch gar nicht mehr, ne? Wenn ich in Dresden oder so spiele, dann gibt es noch... In Rostock zur Hälfte. Sorry, es ist die Wahrheit. Ich kann doch nichts dafür. Ja, aber das ist... Da kommen, aber Moment, da kommen auch ungefähr 2000 Leute. Allerdings vor die Halle und schreien Ausländer raus. Nein, das war ein blöder Gag, tut mir leid. Ist alles nein, gut. Ich fand es ein super Gag. Schade, dass es dafür keinen Tusch gab. Die gibt es aber heute Abend um 21 Uhr in der Salia-Halle. Es ist eine große Freude, dich zu treffen, mein Lieber. Der großartige Kaya Jana. Mehr auf swr3.de.